Das Alter war nicht auf dich bezogen. So alt bin ich auch nicht. Achso. Sagt Kalix zu, Kalix-Fan zu Schissbux. Bam, bam, bam. Ja, 45. Tode mittlerweile. Mit Castle sind es nur 3 Könige. Ja, ich habe glaube ich immer so 4, 5 gehabt oder so, weiß ich nicht. Ich zähle da nie mit. Also, naja, 4 doch. Ne, 4 müssen es ja sein, stimmt. Klar. Ein Fünfter kann ja dann gar nicht kommen, ne? Ich weiß es gar nicht, also, ach, was weiß ich. Die ändern sich ja eh irgendwie, ne? Also je länger man braucht, glaube ich, je mehr Könige kommen ja, ne? Oder täusche ich mich? Ich weiß gar nicht, wie der Kampf so richtig läuft, weil bei mir lief der nie lange. Also ich hatte auch nie so wirklich das Problem mit. Genauso mit Nito. Ging eigentlich auch immer. Kannst du mal deine Stimme lauter machen? Wenn du in der Lava bist, hört man dich kaum. Dann muss ich mal den Sound von Dingens leiser machen. Das mache ich mal, oder mal. Das mache ich gleich mal. Wenn ich hier etwas ruhiger bin, dann mache ich dann doch mal die 10 Dezibel wieder raus hier. Weil ich den Ingame-Soundkarten mich nicht anpassen kann. Auf der Playsee ist es grausam. Ja, das stimmt, ja. Da ist halt dann, ja, da überlegt man sich zweimal, was macht man jetzt denn als nächstes, bevor man stirbt irgendwie. Aber am PC geht's ja eigentlich. So. Jetzt muss ich erstmal hier kurz runter, damit ich keinen Schaden kriege. Das sollte lang, ne? Der versucht da ein Loch reinzubrennen irgendwie. Dann machen wir kurz hier. Musikeffekte sind hier randaliert. Machen wir mal auf 6. Ja, wenn es zu leise ist, sag Bescheid. Muss ich mal den Sound anhören, wie der so ist. Oh, ein neuer Mod. Der Sunny ist da. Ach so, der ist schon seit letzter Woche. Das habe ich dir erzählt. Habe ich. So. Jetzt müssen wir gucken. Also ich stelle mich nochmal hinter die Säule, also hinter die Wurzel, nicht Säule. Und schau mal, ob man hier irgendwie was machen kann. Oh, er kann auch da hingreifen irgendwie. Ja. Ich glaube, ich kann hier stehen bleiben, ne? Es ist schon echt. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier springen kann. Okay, da macht das nicht. Da komme ich halt gegen die Wurzel. Ich muss vielleicht doch innen lang laufen. Das wäre durchaus beschissen. Weil das ist nämlich sehr, ne? Kacke. Sehr kacke. Ja, Sunny hört mich nicht zu und sieht nicht zu, deswegen weiß ich nicht mehr, welcher Sprung gemeint ist. Das ist sehr bitter. Meine eigene Freundin guckt mir nicht zu. Und sie antwortet auch mir nicht. Sie guckt einfach gespannt auf den Chat. Okay, na, müssen wir. Ich kann mich dran erinnern, dass wir da irgendwie mal rübergesprungen sind. In irgendeinem Durchlauf. Dass es jetzt nicht mehr funktioniert, ist durchaus echt ein bisschen kacke. Aber ich weiß es nicht. Da durchlaufen ist halt echt beschissen. Um es mal so zu sagen. Also mittig. Alter. Sei mal ruhig da drüben. Sunny spammt den Chat voll. Er schafft mal was alleine? Ich brauche hier seelische Unterstützung und moralische vor allem. Ich habe da vorhin das Spiel crashed. Ja, ich brauche seelische und moralische Unterstützung. Was wirft's mir entgegen? Bierdeckel. Ne? Hat nicht getroffen. Okay. Na, guck doch mal. Er hat im Spiel sehr stark abgenommen. Wie so im Spiel. Ich sehe auch im Echt so aus. Hast du mich schon mal nackt gesehen? Hm. Okay. Und warte auf meinen Stream. Siehst du auch so aus? In deinem Stream? Auch so nackt und zerbrechlich und
roh. Ich sehe ja regelrecht roh aus. So, okay. Ab nach unten. Ich weiß nicht, ob ich es zur Mitte versuche jetzt. Ich bin mir noch unsicher. Einmal ein bisschen surfen hier. Alles kaputt machen. Zack, zack, zack. Okay, naja, wir müssen echt rennen eigentlich. Der Wischer kommt jetzt. Okay. So, jetzt müssen wir gucken, ob ich das jetzt irgendwie hinkriege. Ja, da kommt noch ein Wischer. Aber den überleben wir ja eigentlich immer. So, ich mach nochmal Kommando zurück. Und lauf doch da lang. Keine Ahnung warum. Ich versuche mein Glück einfach gerade. Versucht zu überleben, versucht noch zu trinken und das Ganze nochmal anzugehen vielleicht. So. So, es kann... Das kriegt man auch nicht hin, ne? Man kann nicht durch die mittlere... Scheiße, durch die mittlere Plattform da laufen. Oder springen. Das geht auch nicht. Ah, scheiße. Okay, okay, okay. Vielleicht kommt... Er kommt direkt wieder. Wenn wir dem zu nahe kommen, kommt der Wischer. Ah, und da kommt der Nächste. So, und wenn wir jetzt das Ding abkriegen... Alter, ich krieg's kotzen, ey. Meine Fresse. Wir schaffen den heute noch. Hoffe ich. Also ich hoffe sehr stark. Wehe bin ich. So. Critical Acclaimed, out now. Telltale Games schreibt. Irgendwas ist rausgekommen. Man weiß es nicht so genau. Wahrscheinlich Wolf Among Us für PS4. Mehr konnte ich dazu nur sagen. Ich habe gerade noch nur auf die Uhr geschaut. Deswegen habe ich das gesehen. So. Es muss ja eigentlich funktionieren. Wir brauchen im Prinzip echt das Schild nicht. Aber wir werden ja dadurch auch nicht leichter, ne? Was haben wir denn? Steht denn das? Ach da. 13.561 ist ja die Fast Roll. Leichter wird's nicht. Also nicht viel leichter. Bum bum bum. Kalix kotzt. Aber sowas von. Ja, Kalix, du schaffst ihn heute. Nur wann heute? Haha. Ha. 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 Sergeant Robson, ja. Ne, wir machen ja nur bis 17 Uhr, von daher hoffentlich in den nächsten 40 Minuten. Hoffe ich. Wenn nicht, weine ich mich heute in den Schlaf. Ja. Ich hoffe es einfach nur, dass irgendwie hinhaut. Irgendwie. Ich habe jetzt einfach mal alles ausgezogen. Vielleicht hilft's ja. Also ich... Schneller kann ich nicht werden. Eigentlich. Von daher ist es im Prinzip juckt wie gesprungen, wie wir das machen. Aber ja. Wir müssen halt irgendwie eine Stelle finden. Könnt ihr das. Kann man. Also habt ihr das schon mal getestet? Ihr könnt es mal in den Chat schreiben. Habt ihr das schon mal gemacht? Seid ihr irgendwie gesprungen von der Stelle? Weil ich habe tatsächlich eine Erinnerung, dass das irgendwie funktioniert. An der Stelle zu springen. Okay. So, ab nach unten. Ja, Sunny spielt jetzt Dark Souls 1 und hilft Impact bei Ornstein. Aber nur bei Ornstein. Smaug ist schon tot. Der ist vor Fettsucht gestorben. So. Seelische Unterstützung gibt's nicht. Entweder hier, ne? Physische oder seelische. Muss ich schon entscheiden. Impact. Okay, so, geht's hier irgendwo hin. Da ist eine Wurzel. Wir müssen das irgendwie mal ein bisschen analysieren hier. Die ganze Geschichte. Ich trinke mal was. Das ist halt echt kacke. Man überlegt sich jetzt hier dreimal, wenn man stirbt. Oder kann man es hier mit Pfeil und Bogen machen? Warte mal. Das fällt mir jetzt gerade mal so ein. Geht das vielleicht? Ich probiere es einfach mal. Die Zeit haben wir ja. Hier zum Glück. Das wäre es ja, wenn das geht. Da kriege ich ja echtes Kotzen, wenn das funktioniert. Ich kotze im Strahl.
Das funktioniert mit Pfeil und Bogen. Ich hätte mich auch nicht bewegen brauchen. Die letzten 800 Tore hätten nicht sein müssen. Okay. Dann kommt jetzt der eigentliche Knackpunkt. Die goldene Mitte. Jetzt bin ich gespannt. So, jetzt knallt er nämlich nochmal richtig rein. Und jetzt müssen wir erstmal... Jetzt kommt das Feuer. Das kann mir tatsächlich noch kurz vor Ende irgendwie zum Verhängnis werden. Okay, also sind wir jetzt schon wieder in der Mitte? Nee, ne? Da sind wir runtergekommen, genau. So, ich höre dich gerade, Sunny, nicht. Ein bisschen. Ja, sei ruhig. Ich kann auch nicht sprechen, wenn ich mich hier konzentriere. Okay, läuft. Na? Okay, dann legen wir jetzt los. Aber das Ding kracht ja auch noch ein. Genau, so. Und im besten Fall müssen wir da auf die Wurzel springen. Dann weiter hoch und dann sein Inneres. Und dann kann nur noch das Feuer besiegen. Das macht man mit dem Bogen? Macht man das generell mit dem Bogen? Ich habe das noch nie mit dem Bogen gemacht. Ich habe das tatsächlich noch nie mit dem Bogen gemacht. Krasse Sache. Ich trinke jetzt erstmal Kaffee. Wow, Kalix hat gerade die seltenste Attacke im Spiel getriggert. Was? Welche? Die mit dem Feuer? Die habe ich auch schon öfter gesehen. Oder die mit den, glühenden, weiß ich nicht, Stäben, die ja dann auf mich zukommen. Habe ich auch schon öfter gesehen. Die haben mich auch fertig gemacht. So, jetzt nur noch die Mitte. Der letzte Punkt. Feuerbälle. Ach so, die Feuerbälle aus dem Boden. Die habe ich auch schon öfter gesehen. Die haben mich auch schon gekillt, als ich bei ihm drin war. Und quasi direkt schon beim Reinstechen war. Da haben die mich noch erwischt. Das ist nicht schön. Weil da kannst du, da siehst du vor allem durch den Platz nicht viel. Und da ist alles ein bisschen doof. Fast jeden Tag. Sunny disst mich hier im Chat. Als hätte ich Laser ins Auge bekommen. Nein, habe ich nicht. Das sollte ich auch mal machen. Brauche ich vielleicht keine Brille mehr. Nicht aus dem Boden. Ach so, echt? Das ist der Feuersturm. Ach so. Okay, dann habe ich gar nicht gemerkt, dass da ein Unterschied war irgendwie gerade. Naja, vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Ich bin gespannt. Jetzt gehört halt auch wieder ein bisschen Glück dazu. Man muss halt auch geduldig sein jetzt. Wenn du COD hier spielst, Sunny, wirst du gebannt. Die mich vorhin... Ja, ich wäre fast auch gebannt worden von den Leuten hier, die zugeguckt haben. Aber Master Tomes ist ja weg. So, okay. Er macht jetzt irgendwann irgendwie Wischer. Da macht er den ersten, der mich trifft. Wunderschön. So, ja. Okay, nochmal den Wischer. Genau, sehr schön. Jetzt Attacke. Nein, vorbeigelaufen. Ich hätte weiter rechts gemusst. Da lacht Sunny. Das gibt's doch nicht. Wer sticht wo rein? Ich stech dir gleich irgendwo rein. Frau. Nico mit dem Zahnstocher ins Auge. Alter. Sag mal, ich werde hier disst, ne? In der Hoffnung, dass er keine Brille mehr braucht. Ja, wenn ich keine Augen habe, brauche ich keine Brille mehr, ne? Das ist rein logisch. So läuft das. Ja, aber so macht man es gerade, ne? Wie man es gesehen hat. Außer vorbeispringen. Das macht man nicht so. Das klappt immer ganz gut. Man muss immer ein Stück weiter vor. Dann triggert man die Wische, die man quasi abkriegt, sowieso. Aber wenn man halt dann so nah ist, dass man die triggert, ein Stück zurückgehen, dann kann man im Prinzip losrennen und dann könnte man es schaffen. Allerdings musst du dir halt merken, wo du halt runterspringen musst, beziehungsweise... Ja, dass du halt mit dich schon auf den Baumstumpf aufkommst, weil selbst wenn du so ein bisschen drauf bist, kannst du immer noch runterrutschen und das ist auch sehr, sehr ärgerlich. Halt etwas rechts, ja, Schissbuchs, sagst du es richtig. Die Sache ist, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich abgesprungen bin, von daher ist es immer, oder von jedem neuen Try irgendwie ein reines Rumgerate. Muss ich mal gucken.
Ja. Die Männer spielen Dark Souls, die Frauen lachen drum. Aber ich sehe, meine Rache kommt irgendwann. Meine Rache wird kommen. Das verspreche ich. Ich werde mir einen Arsch ablachen. Wenn sie irgendwo stirbt. So, Konzentration, es geht weiter. Mit diesem Drecksboss. Aber wir müssen immer uns vor Augen halten, wenn wir den down haben, haben wir 1 von 4. Was gut ist. Was tatsächlich gut ist. So, wir müssen jetzt an der Stelle rechts im Stück. Hier. Hier ungefähr. Scheiße, war ich wieder zu nah? So, trink, trink, trink. Und laufen. Und wieder. Wieder ein Stück rechts. Mann! Ich krieg's kotzen. So. Sogar Nico, Alter. Sogar Nico mogelt sich durch. Und nach 10 Durchgängen bin ich erst gut. Gar nicht. Das ist erst. Ich habe Demon's Souls 2-mal. Dark Souls jetzt das 4. Mal. Na? 5-mal. 7-mal. Nee. Was? Wo bin ich jetzt? 6-mal. Ich kann nicht sehen. Und Sunny guckt mich an. Demon's Souls 2-mal. 4-mal jetzt. Also ich bin beim 4. Durchgang. Ja, also 7-mal. Ja, tatsächlich. Ja, Lords of the Fallen ist aber anders. Lords of the Fallen ist nicht Dark Souls. Wieder auf 12 Uhr. Was? Wieder auf 12 Uhr? Ein Wieder auf 12 Uhr. Steinbock auf 6 Uhr. Ne? Ne? Ärger? Was? Ärger? Was? Ja, ist ein Ärger. Gibt ja gleich Ärger. Zumindest wenn ich das so ausspreche. Ärger ist Ärger. Ärger. So, auf ein neues. Meine Fresse. Dieser Laufweg, ich krieg jedes Mal das Kotzen. Halt Wahnsinn. So. Du wirst Let's Playen, wenn ich nicht zu Hause bin. Das kannst du nicht machen. Du brauchst seelische und moralische Unterstützung. So. Jetzt, wir sehen ja von oben quasi, wenn wir runterspringen oder rutschen, sehen wir ja so ein bisschen die Einspruchstelle. Also wir müssen so, so ungefähr. So, hier bleibe ich stehen. Dann kommt der Wischer, genau, und die treffen mich jetzt noch nicht. Sehr schön. So, das hat funktioniert. Und durch da. Na komm, lauf! Und! Bumm! Da ist er down! Meine Fresse. Drecksboss. Aber wir haben es geschafft. Meine Fresse. Fürstenseele. Wir haben gesiegt. Wir kriegen 100 Millionen, 1000 Seelen und eine Menschlichkeit. Und freuen uns jetzt des Glücks. Alter Vater. 60.000 Seelen? Sehr schön. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich gucke gerade mal. 30 Minuten. Und also ein bisschen weniger, aber wir können uns schon mal nach New Londo begeben. Jetzt muss ich gucken, wo wir uns da am besten hin. Wir müssen ja schon hier runter, ne? Bei 60.000 Seelen würde ich ja schon gern irgendwie zum Upgraden investieren. Aber das ist halt so, ne? Das ist halt so die Frage. Pete Panic mag mich, weil er genauso schlecht spielt wie ich. So sieht's aus. Das ist doch mal ein Wort. Ne? So schaut's aus. Ja, irgendwann werde ich besser, aber dieser Skill kommt nur sehr, sehr selten zum Vorschein. Ne? Zum Beispiel, wenn ich backe. So. Wie lange hast du dafür jetzt gebraucht? Für was denn? Wenn Nico backt, dann wird raus am Ende ein Flammenkuchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Vorrichten bewegt sich nicht, ja, weil das Ding schon oben ist, du Pfeife. Runter jetzt. Ah, meine Fresse. Wir haben es geschafft. Erster von 4 großen Fürsten down.
fehlen drei andere und DLC und Endboss. Nicht mehr ganz so viel, tatsächlich, ja.